Du bist beim Spiel gegen Frankfurt am Samstag umgeknickt. Viele Fans am TV haben das gar nicht so mitbekommen, weil es da so nicht zu sehen war. Erzähl doch mal, was genau passiert ist. Ich bin einfach jemandem auf den Fuß getreten, ich weiß nicht wem genau, und dann bin ich umgeknickt. Und ich weiß nicht, das konnte man nicht so sehen. Dann bin ich aber umgeknickt, zur Bahn gegangen und gleich behandelt. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das sehen konnte oder nicht, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, also geht es hier den Umständen entsprechend relativ gut? Ja, schon. Also ich hatte mehrmals Probleme mit meinem Gelenken schon gehabt und ich habe gleich gemerkt, dass es nicht so schlimm war. Aber naja, leider braucht man auch ein bisschen Pause. Keine Schmerzen? Ja, doch, momentan schon. Aber wir werden sehen, wie lange es dauert mit der Behandlung. Okay, was passiert hier gerade? Ja, das weiß ich auch nicht. Das muss man den Jens fragen, der hier das alles tut. Fragen wir den Jens. Ja. Wie sieht's aus? Glaubst du, dass du am Sonntag gegen Braunschweig wieder mit dabei bist? Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Das glaube ich, dass der Jens und der Doktor mehr wissen als ich. Deswegen ist es vielleicht die Frage an die. Okay. Dann Tipp für die Top-4-Qualifikation, den hätten wir noch gerne, wenn du nichts dagegen hast. Wer wird das Rennen machen und nach Bamberg kommen? Ich glaube, Frankfurt gewinnt gegen Bonn. Dann glaube ich, dass Oldenburg in Braunschweig gewinnt. Und bei Quakenbrück aber bin ich mir nicht sicher. Ich hätte eigentlich auf Quakenbrück am Anfang getippt, aber nach der Niederlage jetzt von Alba in Bonn, da ist es schwierig wirklich. Da habe ich keinen Tipp. Da glaube ich, dass sich Alba durchsetzt. Okay. Ja. Danke, Anton. Bitte. Gute Besserung. Danke. Jens, grüß dich. Grüß Gott. Wie sieht's aus mit Anton? Gut. Das ist doch mal eine Aussage. Ist er am Sonntag dabei gegen Braunschweig? Oder? Kann man jetzt noch nicht 100% sagen. Aber ich könnte unter Umständen durchaus klappen. Zumindest, dass er punktuell spielen kann. Sicherlich nicht die Spielzeit, die er sonst hatte, aber ich denke, für ein paar Minuten könnte es durchaus reichen. Aber das muss man Tag für Tag sehen. Und wir nehmen jetzt erstmal Freitag, Samstag als Richtwert für Basketballtraining. Darauf arbeiten wir erstmal. Ja, wunderbar. Sonst noch irgendwas zu sagen, Jens? Wunschlosglücklich. Das ist schön zu hören. Okay. Ich hätte natürlich lieber einen Frauenfuß hier, aber. Alles klar. Okay, danke, hau rein.